Jetzt sagen, ORF, für das wäre das natürlich auch ein gutes Kinderprogramm. Wir hatten ja oder wir haben Konfetti-TV. Ja. Und da erschien 1993 das erste Mal am Bildschirm Rolf Rüdiger die TV-Ratte. Und genau. Die hat also einen steilen Karriereaufstieg dann gemacht, ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie es dem Rolf Rüdiger denn geht. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben heute hier Rolf Rüdiger zu Gast. Lieber Rolf Rüdiger, du bist ja eine Ratte. Was waren das noch für Zeiten, als der kleine, pelzige Wonneproppen Einschaltquoten erzielen konnte, von denen selbst Thomas Gottschalk nur träumen hätte können? Die ganz Großen aus Politik und Kultur haben sich darum gerissen, in seinen Sendungen zu Gast sein zu dürfen. Der Erfolg ist Rolf Rüdiger aber nicht zu Kopf gestiegen. Ein wenig leiser treten hat er sich irgendwann gedacht. Wer so viel erreicht hat in seinem Leben, hat natürlich das Recht auf eine Auszeit. Heute wohnt er in einem kleinen, aber gemütlichen Keller-Apartment im ORF-Zentrum am Wiener Königlberg. Oh, hallo. So, wir befinden uns hier in meiner Bleibe. Das ist im dritten Kellergeschoss vom Wiener Königlberg. Hier oben mir ist das große Studio 1, da wo die großen Shows aufgezeichnet werden. Ja, und ich wohne hier und habe da zwei Fernseher, einen für ORF 1 und einen für ORF 2. Mhm. Und wenn in beiden nichts Gescheites ist, dann schaue ich mir die schönen Mädchen im Kalender an. Ja. Da, so, hier sind wir jetzt bei meiner Fanpost angekommen. Das hier sind Postkarten und Liebesbriefe von meinen Verehrerinnen. Ja, und von den Generaldirektoren. Uhlala, das ist ja vielleicht ein Kabelsalat. Na, da werde ich mal ein bisschen Ordnung machen. Ja. So, hier sind wir jetzt im Heizkeller vom ORF. Und das ist nicht unwichtig. Denn diese Rohre führen direkt ins Fernsehstudio. Wenn man da zum Beispiel die Heizung ein bisschen aufdreht, dann fängt Alfons Heider zum Schwitzen an. Klingt komisch, ist aber so. So, wenn Sie jetzt glauben, wir sind hier in irgendwelchen Werkstätten, dann haben Sie sich geirrt. Das hier ist die Maske vom ORF. Hier werden den Stars die Zehennägel gekürzt. Mit dieser Maschine. Hm. Jeden Sonntag moderiert der kleine Publikumsliebling auf Radio Wien zusammen mit Robert Steiner seine eigene Sendung. Ja, sag einmal, wo bleibst denn du? Auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön, es ist was Schlimmes passiert. Es ist 7:55. Ja, mir ist die Rolltreppe davon gefahren. Sehr lustig, komm mit. Ja. Schönen Sonntag noch an den Adrian und alle Erwachsenen. Und alle im Burgenland, liebe Grüße von uns aus Wien. Bei seinen Kollegen ist er beliebt, wenngleich es auch kleinere Ressentiments gibt. 9953. Kann ich auch was Schlechtes über ihn sagen? Also ich sage jetzt mal, er riecht. Ja, das muss man dazu sagen, er riecht. Naja, es ist ja oft so, wenn Kollegen vom Fernsehen kommen, dass sie an das Medium Radio mit einer gewissen Überheblichkeit herangehen. Da muss ich wirklich sagen, war das beim Herrn Rüdiger ganz anders. Der war von vornherein ein sehr kollegialer Mitarbeiter in unserem Radiosender. Natürlich nimmt Rolf Rüdiger auch die redaktionelle Arbeit beim Radiosender sehr ernst. Und wenn diese getan ist, dann gönnt sich unser Star dann schon einmal etwas Cremeschnitten zum Frühstück in seiner Lieblingskonditorei. Und außerdem ist er verliebt und er hat sogar Heiratspläne. Ich heirate Tom Turbo. Weil ich dich doch so gern mag. Ja dann, alles Gute.